Ja, liebe Freunde des finsteren Mittelalters, ich sage wieder einmal Hallo zu einer neuen Folge Crusader Kings 3. Und ja, wir sind mittlerweile Mittelalt, wo wir gerade bei Mittelalter sind. Wie alt sind wir denn? 37, genau. Entstellt, verwundet und was weiß ich nicht alles. Und wir hoffen, dass wir noch lange genug überleben, dass wir die Unabhängigkeit hier noch mitbestimmen können. In 27 Monaten können wir hier ein Ultimatum stellen. Und dann wird hoffentlich das Reich hier so weit zerfallen, dass wir uns noch weiter ausbreiten können. Ich weiß aktuell nicht, ob das der Weg der Wahl ist. Ich war auch ein Weilchen hin und her gerissen. Ich muss aktuell immer ein bisschen vorproduzieren, aus Gründen des Real Lives. Deswegen kann ich nicht immer auf Expertentipps in den Kommentaren warten. Außerdem muss man seine Fehler ja irgendwie selber machen. Jedenfalls bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich denn den König absägen werde. Und könnte mir da zum Beispiel von der lieben Lynn mit Sicherheit den ein oder anderen Tipp holen. Die wird wahrscheinlich auch schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also wenn ihr mal weniger planloses und stattdessen koordiniertes Spiel sehen wollt, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Sie ist im Abspann verlinkt. Ich probiere es erstmal, meine Fehler selber zu machen. Und wie gesagt, werde das Ganze ein bisschen vorproduzieren und bin dann auf die Tipps hinterher gespannt. Die sind ja auch was wert, dass man was draus lernt. Und vielleicht finde ich ja auch noch selber raus, wie wir denn diesen ollen König, der mittlerweile auch schon 18 ist und ausschaut wie 40, loswerden können. Ich muss mal gerade aktuell schauen, wie denn unsere Chancen für einen Mord stehen, so als Mittel der Wahl. Auch gar nicht mal so schlecht, nur dass der natürlich schon wieder Kinder hat. Obwohl 72%. Vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir schauen jetzt hier erst einmal auf unsere eigene Lage. Unsere Vasallen haben natürlich gerade alle keinen Ratsposten. Was darin liegt, das, so wie ich das sehe, zumindest beim Tassilo weiß ich es ja. Also bei dem Tassilo von Deckendorf, wir haben ja auch noch einen Tassilo von Traunstein. Dass die Guten alle relative Lumpis sind, die man eigentlich in keiner Position so richtig gebrauchen kann. Deswegen haben sie auch keinen Ratsposten und deswegen müssen wir uns hier irgendwie anderweitig behelfen. Aber das ist aktuell gerade auch nichts, was wir hier entsprechend auf die Schnelle lösen können. Wir werden auf jeden Fall unseren Heimatstützpunkt noch ein bisschen upgraden. Und ich glaube, wir versuchen jetzt tatsächlich, dass wir unseren König mit einem handelsüblichen Mord zum Abdanken bewegen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht nicht noch den einen oder anderen bekehren können. Auf dass wir größere Chancen haben.
Der würde natürlich schon. Dem Ganzen noch. Druckmittel haben wir nicht, aber wir können ihn bestechen und dann nimmt er natürlich an. Und dann sieht das Ganze hoffentlich schon anders aus. Wir werden jetzt gerade mal die Pausentaste lösen. 93%, das ist ja fast gemahde Wiesen, wie man hier bei uns sagen würde. Und da warten wir jetzt einfach mal ab und hoffen, dass der Gute bis dahin nicht irgendwie. Oh. Da stirbt uns doch glatt der Tassilo weg. Das ist natürlich schlecht. Aber dafür haben wir jetzt die Heidika am. Hätte ich beinahe gesagt, nee, die hatten wir vorher schon. Die Villa ist die neue. Die können wir aber auch zu nichts gebrauchen. Deswegen versuchen wir dann eben die zu beeinflussen, damit die uns etwas wohlgesonnener ist. Damit wir uns hier nicht mit allen unseren Vasallen das Ganze verscherzen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier so entwickelt. In Ingolstadt haben wir auch bald die Gemeindekontrolle entsprechend erreicht. Und solange da, ach ja, Salzburg wollte ich gerade nochmal schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas tun könnten. Jetzt haben wir da natürlich die Katara, das ist gar nicht so toll. Können wir die nicht irgendwie. Können wir denn irgendwie eine Gemeinde bekehren? Ich weiß, dass es geht, aber ich weiß nicht wie. Haha. Oh, hoppala. Jetzt müssen wir uns hier gerade mal um was anderes kümmern. Was war das hier? Der König hat versucht, den Heilwig einzukerkern. Der will uns hier niedermachen, da schau her. Gut, ja, wenn er das denn haben will, dann werden wir uns wohl oder übel. Damit auseinandersetzen müssen. Gut, auf in den Krieg. Wir schauen uns jetzt hier mal diesen ganzen Schmuh an. Wir können an sich besetzen, quasi was wir wollen. Heidiweil. Dem hier ja quasi eh so ziemlich alles gehört. Gut, das war jetzt so nicht geplant, aber es hilft ja nicht. Dann werden wir jetzt hier mal unsere Armeen ausheben. Uns fehlt kein Tag mehr. Und dann werden wir am besten, weiß ich nicht, sollen wir gleich gegen München ziehen oder wie machen wir es am geschicktesten? Da haben wir 2000, das ist natürlich der Hammer. Wir werden möglicherweise siegen. Schauen wir mal. Oh, 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 jetzt wird es aber haarig. Der hat auf einmal ganz viele Verbündete. Mein Ratspitzel nähert sich mir mit ruchlosem Grinsen. Dieser Beutel hier, Heimtümer. Ich würde sagen, er hat ein Geschenk verdient.
Der ist uns natürlich hier hoffnungslos überlegen, deswegen sollten wir uns eigentlich mal zurückziehen, aber ich fürchte, wir kriegen hier tierisch auf die Mütze. Die Bürgermeister Wolfgang, ich kann gerade ein bisschen Anspannung verlieren, aber das wird uns wahrscheinlich auch nicht viel weiterhelfen. Wir werden jetzt vermutlich, hier können wir hier eigentlich irgendwie die Flucht ergreifen. Späte Schlacht, blablabla, kann man hier irgendwie? Ne, scheinbar nicht. Das hilft nicht, da müssen wir jetzt durch. Der hat uns jetzt hier mal ordentlich gezeigt, wo der Frosch die Locken holt. Nicht holt, sondern hat. Und ich fürchte, wir werden jetzt hier sauber untergehen. Und ich hoffe einfach mal, dass er zur rechten Zeit das Zeitliche segnen wird. Der Plan, der Zeitpunkt wäre günstig. Und zwar jetzt, aber wir haben nur 23% Chance, dass ist nicht hoch genug. Das ist mir tatsächlich viel zu unberechenbar. Jedenfalls kommt jetzt hier das ganze Anhängergeschmeiß und geht mir tierisch auf den Sender. Deswegen sollten wir jetzt hier vielleicht einmal hergehen. Oh Gott. Die sind uns halt mal leider über. Und ich glaube, ich kann gerade mir wird das hier gerade alles too much. So, jetzt machen wir erst einmal in aller Ruhe Pause. So, König, Passau. Ich weiß nicht, was dieses Deutsch soll, aber egal. Wir könnten ihn 6% Wahrscheinlichkeit. Ist doch scheiße. Wir müssten ihn eigentlich jetzt loswerden, aber wir haben nicht die Zeit, ihn loszuwerden. Meine Truppen sind gerade irgendwie, weiß ich nicht wo. Und irgendwie haut das alles nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Der hat mir drüben, bla bla bla, die Chancen sind ausgeglichen. Ne, da habe ich jetzt gerade irgendwie überhaupt keine Zeit für. Wo ist meine Armee? Da. So, und zwar, wo gehe ich denn jetzt hin? Vielleicht mal hier rüber nach Alpsee. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir müssen uns hier ein bisschen aus dieser Schlacht rausziehen, weil wir haben hier 5000 Mann, die uns unauffällig folgen. Und irgendwie, glaube ich, werden wir hier furchtbar auf die Mütze kriegen. Ich bin nicht sicher, ob man hier irgendwie
Kann man hier austreten? Nö, weil ich der Angreifer bin. Das ist alles komplett für die Tonne. Ja, hilft alles nicht. Wir müssen jetzt einfach mal warten, wie der ganze Spaß hier ausgeht. Ich denke, wir werden hoffnungslos verlieren. Wahrscheinlich wird das unsere ganzen Pläne zunichte machen. Und wenn wir jetzt nicht während dem Krieg in irgendeiner Art und Weise den dämlichen König loswerden. Vielleicht sollten wir auf einfach wegsterben. Aber wir haben natürlich die Gebirg, die einfach eine hervorragende Heilerin ist. Und die uns hier nochmal das Leben rettet. So. Und ich bin mir echt. 6% kann ich einfach nicht machen. Es hilft einfach hinten und vorne nicht. Jetzt haben wir die Gemeinde, die Kontrolle über Ingolstadt, aber leider kriegen wir hier gerade einen Arsch voll. Und können nichts so wirklich dagegen unternehmen. Jetzt ist auch noch der Thomas weggestorben. Das heißt, wir brauchen einen neuen Ratskanzler. Und zwar einen, der sich mit Diplomatie auskennt. Das ist jetzt hier die Villa, die wir hier mal einsetzen können. Dann ist die zumindest schon mal zufrieden. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das momentan noch wichtig ist. So, jetzt brauchen wir noch eine Pause. Es ist noch nicht der richtige Augenblick. Wir können hier einen Vorzug freischalten und hätten jetzt endlich die neue Domänenschwelle, die ich schon die ganze Zeit haben wollte, die mir jetzt aber wahrscheinlich gleich nichts mehr bringt. Wir können tatsächlich nur hoffen, dass unser Mordkomplott rechtzeitig Erfolg zeigen wird. Alles andere, glaube ich, geht fürchterlich nach hinten los. Wir könnten in Rothenburg investieren. Und zwar könnten wir erfolgreiche Geschäftsvorhaben. Da verlieren wir Geld und da kriegen wir Prestige. Ne, das probieren wir jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass uns das voranbringt, sofern wir hier irgendwie diese komische Kriegstreiberei überstehen. Um die Mentoren kümmern wir uns später. So, und wir haben jetzt hier eine Grafschaft erobert, was uns quasi mehr oder weniger gar nichts mehr bringt. Vielleicht können wir ja hier trotzdem noch den ein oder anderen Punkt gut machen. So, wir warten das Ganze hier mal ab. Der Komplott wird in Kürze beendet sein. So, wir haben die Villa beeinflusst, das ist gut. Dann schauen wir nochmal, ob wir die hier beeinflussen können. So, dann haben wir hier noch eine Belagerung gewonnen. Graf Hardknight. Zwei weitere, da werden wir auch gleich nochmal schauen.
unser Hof und unser Knast. Da können wir jetzt mal schauen, was wir hier an Lösegeld kriegen. Ja, das Druckmittel hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Aber da können wir Lösegeld fordern. Und da können wir Lösegeld fordern. Genau. Gut. So, in Kürze wird sich herausstellen, ob wir den König ermorden können und damit hoffentlich den Krieg beenden. Oder ob wir hier hoffnungslos untergehen. Aber ich würde sagen, wir spulen jetzt hier noch vor bis zum 1. März. Weil dann können wir nämlich... Nein, das ist nicht der richtige Augenblick. Es wirft uns wieder noch ein wenig zurück. Deswegen brauchen wir jetzt... hier noch ein bisschen Verbündete. Das kann ja wohl nicht sein, dass wir den Winkel hier nicht loswerden. Heribert, wie schaut's aus? Brauchen da noch jemand, der so richtig... Okay, nein, das können wir uns nicht leisten. Das funktioniert nicht. Druckmittel haben wir nicht. Die haben wir schon. Da haben wir den schon. Da können wir noch einladen. Und wir können das Kind hier gegen Lösegeld freilassen. Und wir werden, wie gesagt, bis zum 1. März vorspulen. Die Agenten schließen sich an. Und ja, wie gesagt, wenn wir den nicht loswerden, dann haben wir ein richtiges Problem. Und wie tiefgreifend das sein wird, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ich sage bis dahin wie immer, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.